So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich brauche wieder mein schönes Messerchen. So, denn die neue Loot Chest ist da. Oh, so, hier alles mal schön dich da ranholen. So sieht der Karton dieses Mal aus. Ich habe schon mal leicht angefangen aufzumachen, aber er ist ja oben noch zugeklebt. So. Karton ist diesmal relativ schlicht und der ist schwer, der ist verdammt schwer und ich bin mal gespannt, was da drin ist. So, dann schneiden wir einfach mal auf. Wen es interessiert, im Hintergrund läuft ausnahmsweise mal Musik, aber das ist der Worms Soundtrack, also Worms 2 Soundtrack, und da ist kein Copyright drauf, soweit ich weiß. Ansonsten habe ich Pech. So. Hier haben wir erstmal das Lootbook. Dieses Mal in so einem schönen Farbton. Ja, so rosa bis lila ist das. Das macht, naja. Werden wir sehen, was das wird. So. Fangen wir erstmal an. Hier haben wir gleich den ersten Artikel. Das ist einer der Gründe, warum es so schwer ist. Ein Family Guy Glas, oder was soll das sein? Bierglas, ja. Wie viel? 320 Milliliter. Ah, machen wir gleich mal auf. Gucken mal. So. Naja, Ladies Man. Ein Bierglas. Ist auch relativ dickes Material. Wahnsinn. Entschuldigung, stelle ich gleich wieder in die Verpackung. So. Naja, ist halt schon reingestellt. Sieht man es vorne nicht mehr. So. So, stellen wir ihn mal dahin. Oh, der nächste Artikel. Eine Batman-Büchse. Büchse? Eine Spardose. Und mit dem alten Batman-Logo noch drauf. Das finde ich sehr gut. Aber warum kriege ich immer Batman? Och Mann. Gucken wir gleich mal rein, was es da noch gab. Wartet mal. Ich will aufpassen, dass ich mich nicht spoiler. Und ich habe mich schon gespoilert. Hero-Spardose. So. Hier ist dann der Artikel dazu. Hortest du dein Geld auch unter deinem Kopfkissen, weil du den Banken heutzutage nicht mehr traust? Was kann es da Besseres geben, als den hart verdientes Geld von einem Superhelden bewachen zu lassen? Dein Geld ist von nun an sicher. So, es ist aber kein Bild dazu. Das heißt, man kann nicht weiter gucken, was da noch kommt. Oder DC Comics dazu steht. Wäre, glaube ich, nur Batman, Superman und so weiter möglich. Naja, gut. Gucken wir weiter. Das ist ein T-Shirt. Das machen wir zum Schluss. So, dann haben wir hier Pop Rocks. Wieder was zum Naschen. Sehr schön. Wollte ich schon lange mal kaufen. Die gibt es nirgendwo bei uns. So, sehr gut. Habe ich wieder was zum Probieren. So, wieder blindes Hineingreifen in die Kiste.
Und hier haben wir einen Star Wars Artikel. Und zwar ist das eine Münze. Das habe ich schon gesehen. Und zwar ein Flametrooper Sammelmünze. Und die packen wir natürlich aus, wie sich das gehört. Oh, die ist schwer. Die erinnert mich so ein bisschen an den, Oblivion-Sammelmünze, die man, also den Septim, die man da noch zugekriegt hat. Der ist ein Stück größer hier. Gucken wir mal genau drauf. Ich hoffe, der stellt hier richtig scharf. So, das ist der Flametrooper. Die Rückseite. So. Star Wars, The Force Awakens. So, das Problem ist eben halt, ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ich komme einfach nicht ins Kino. Aber ein sehr schöner Artikel. Bin ich wirklich begeistert von. Also so Sammelsachen, also jetzt hier so Münzen und sowas, das finde ich immer super. Das finde ich wirklich super. Ist auch, habe ich bisher noch nicht gesehen. So. Dann haben wir hier eine Postkarte. So, und zwar ist das eine Pyramid-Postkarte. Bin gerade am Überlegen. International. Was hat denn die Postkarte? Ach, ja, ich bin ein Idiot. Steht ja auch unten drauf, es ist Mittelerde. Das ist dann Herr der Ringe bzw. The Hobbit. Aber die ist schön, die ist wirklich schön. Die hat was. Die ist auch, wie gesagt, richtig schön. Könnte man glatt einrahmen und als Bild an die Wand hängen. Das hat doch was. Ja, wie gesagt, man sollte hin und wieder auch lesen. So, obwohl ich da jetzt auch zugestehen muss, Herr der Ringe habe ich gesehen, der Hobbit noch nicht. So. So, dann haben wir hier ein Gratisartikel. Ich weiß gar nicht, ob der im Lootbook drin steht, müssen wir mal gucken, weil hier steht Gratis drauf. Und zwar ein Deadpool-Comic. Ist natürlich super, vor allem weil der Film gerade gestartet ist, den ich mir eigentlich auch angucken möchte. Aber ich werde wieder keine Zeit finden. So, und jetzt steht hier drauf 4 Kurzgeschichten. So, Deadpool. Oh, das Spiel habe ich auch gesehen und absolut genial. Und wenn die Comics auch nur annähernd so genial sind, sorry, ich bin kein großer Comic-Leser mehr. Ich habe da einfach so wenig Zeit für. Seid ihr so Werbung für diverses anderes? Und wir gucken uns mal ganz kurz ein Bild an. Na komm, du stell scharf. Da kommt's. Also gezeichnet ist es halt auch sehr gut. Eben halt comic-typisch. Aber ist wirklich sehr gut gemacht. So, gefällt mir auch. Wunderbare Artikel. Wir legen das mal so übereinander. Also es ist immer noch der Worms-Soundtrack im Hintergrund. Ich liebe das Ding eigentlich. Ist ein bisschen albern, aber naja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was denn jetzt der Plus-Artikel ist in diesem Monat. Weil ich habe noch 2 Artikel in der Box. Ah ja. Okay. Also, wir haben hier ein T-Shirt, muss ich aber nochmal auspacken. So. So, und zwar ist das ein T-Shirt. Und zwar ist es wieder eins in
Also wieder von der gewohnten Marke und Qualität. Und das ist natürlich, komm, du stellst scharf. Ah, jetzt stellt er wieder nicht scharf. Ich wollte es euch halt zeigen, es ist 2XL. Da, ich hoffe, es ist jetzt noch, ja. Ah, also die Kamera, die macht mich kirre. Also es ist 2XL, das müsst ihr mir schon glauben. So, ich nehme mal kurz die Kamera ein ganz kleines Stück zurück. So. Und jetzt heben wir das T-Shirt. Immortan Joe's Customs. So, die Zitadelle. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Mad Max. Ein schönes T-Shirt. Obwohl ich weiße eigentlich nicht so gerne mag, aber das T-Shirt ist cool. Das T-Shirt ist wirklich cool. So, und jetzt haben wir noch den Bonusartikel. Und ich habe eben schon gesehen, was es ist. Und ich glaube, ich raste aus. Und deswegen ist nämlich auch das... ist nämlich auch die Box so schwer. Wir haben nämlich ein Buch da drin. Und das Buch ist von Assassin's Creed Unity. So. Abstergo Entertainment. So, Mitarbeiterhandbuch. Na? Fallakte 44412. Arno Dorian. So, ja. Das müssen wir natürlich auspacken. Gut, dass ich mein Messer hier noch irgendwo hatte. So, ich mach das mal kurz auf. Oh, jetzt sind alle von euch sind jetzt ganz traurig, weil das Buch jetzt im Wert gesunken ist. Oh, ja, ich bin ganz böse. Ich muss alles auspacken. Ich muss alles auspacken. So, ich glaube, dazu werden wir mal Folgendes machen. Ich werde das Buch hier mal hinlegen, dann werde ich das Stativ ein kleines Stück hochfahren. So, dann stelle ich euch etwas dichter an den Tisch ran. Werde das Display ein klein wenig neigen. Ach Gott. Ich glaube, besser wird's nicht. So, Bildschirm ein kleines Stück zurück. Besser wird's nicht. So. Machen wir mal hier ein bisschen Platz, dass ich das aufmachen kann. Haltet mal, ich mache noch mal kurz Licht noch mal mit an. So, ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen besser sehen. Ich hoffe es zumindest. So, natürlich wieder sehr viel Text drin, sehr viele Bilder. Ja, Wahnsinn. Hier ist so ein Zettel reingeklebt. So ein paar Bilder zum Unternehmen und so weiter. Ey, es ist super. Das ist super. Also, sorry, auch Abstergo ist zwar der Feind, aber das Ding ist super gemacht. Hey, also wenn das wirklich so eine echte Firmenbroschüre wäre, was machen wir eigentlich so nach dem Motto? Steht ja auch vorne drauf, Mitarbeiterhandbuch.
Und Leute, das Ding ist super. Ist auch wieder ein Zettel, der ist drauf gedruckt. Der nächste Kapitelschuber hier, das sind immer so schwarze Zettel, da steht dann oben so Kapitelschuber drauf. Also ist auch wieder ein Zettel aufgeklebt. Warte mal, ich möchte das mal kurz anders machen. Kamera ein Stück zurück. So. Ich glaube doch, dass das so besser ist. Dann sieht man es vielleicht etwas besser noch. Ich hoffe es mal. Warte mal, ich mache mal kurz das Licht hier aus. Und dann haben wir jetzt nur noch das Licht von oben. Ich hoffe mal, dass das so besser ist. Wie gesagt, ich habe hier wirklich Probleme, wenn das von vorne das Licht kommt, dann blendet das halt. Ich muss nur noch so ein bisschen das mal fein justieren, das ist das Problem. So, ist ein sehr schönes Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Das ist wie gesagt ein Artbook, was eben halt so aufgemacht ist wie so ein Mitarbeiterhandbuch. Und wie gesagt, das ist einfach super. Ey, ich liebe das Ding. Ich habe auch das Captain's Buch, das habe ich auch hier von Assassin's Creed Black Flag oder so ist das ja. Und ich habe mir das aber so gekauft, da hatte ich die Loot Chest noch nicht abonniert. Und hab mir das Buch dann so geholt. Hier ist sogar ein Briefumschlag drin, so ein kleiner. Was ist da drin? Na, komm mal her. Das ist dann auch so zum Aufklappen, aber wirklich was drinstehen? Tut da jetzt nicht. Also es ist dann wirklich klasse gemacht. Oh. Was ist denn hier jetzt los? Ich will ja nichts kaputt machen. Das von der Seite ist hier was reingeklebt. Da muss man dann wohl doch ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht kaputt knickt, oder? Ich lasse es einfach mal so, wie es war. So, bevor ich hier was kaputt mache. So, wie gesagt, das Buch ist super. Es gefällt mir richtig gut. Ich habe es noch nicht drinne gelesen, in diesem hier, aber wie gesagt, allein von den Bildern her ist das absolut super. Hier ist so ein abgekugelter Zettel drinne. Absolut super. Nee, aber wirklich, ich bin gerade echt geflasht. Also was jetzt in der Kiste alles drinne war. Wow. Das hat sich jetzt wieder wirklich gelohnt. Wir gucken gleich mal in die Box rein. Wir gucken jetzt doch mal bei dieser Box ausnahmsweise mal auf die Preise. Ich mag das ja normal nicht, aber die ganzen Sachen sind bestimmt nicht billig. Allein diese Artbox, die kosten meist schon sehr viel. Und also die Box war nicht billig. Das. So, ich weiß auch, ich will mich jetzt ja auch nicht wochenlang mit dem Buch aufhalten. Ich habe bis jetzt jede Seite einzeln umgeblättert, aber jetzt machen wir mal etwas größere Sprünge. Also wie gesagt, es gefällt mir richtig gut. Das Buch gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, so sieht es dann noch mal komplett aus. Sorry nochmal für die Kameraführung vorhin, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie ich es machen soll. Richtig, richtig gut. Oh. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz.
So, weil das ist ein gecovertes Stück und da habe ich Schiss, dass dann hier Probleme entstehen könnten. So, also ein Buch, ein Comicheft, eine Postkarte, einmal Naschzeug, eine Münze, eine Batman-Spardose. So, bevor ich aber hier, die Münze passt da nicht rein. Also könnt ihr da nicht drinne sparen. So, und das Bierglas. So, das alles war in dieser Loot-Chest. So, und jetzt gucken wir mal, was das im Einzelnen wert ist. Ich meine, ich mag das normalerweise nicht so gern. Aber wir machen es jetzt einfach. So. Wir gucken sowieso mal generell durchs Lootbook. Wie immer, Epic Gaming and Geek Loot. Ja, ist immer das gleiche. So, wer ist denn der Looter des Monats? Featured Looter Susi Iso. Oder Iso. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. So, dann haben wir hier noch. Featured Looter Jumbo. Kenne ich auch nicht. Naja, was soll's. So, fangen wir hier oben an. So, wie ich gesagt habe, Mad Max T-Shirt. Immortan Joe ist nicht nur für sein grimmiges Aus. Oh, sorry, über die Kamera lesen ist wirklich schwer. Ist nicht nur für sein grimmiges Aussehen und das Dasein als Superbösewicht in Mad Max Fury Road bekannt. Er hat auch ein starkes Faible für außergewöhnlich aufgemotzte Protzkarren. So, das T-Shirt ist 15 Euro wert. So, dann Family Guy. Du willst den American Way of Life leben? Dann nimm dir ein Beispiel an einer typisch amerikanischen Familie, wie den Griffins aus Family Guy, die schon längst zur amerikanischen Popkultur gehören. So, das Glas hat einen Wert von 10 Euro. Also jetzt wären wir schon bei 25. Normalerweise mache ich das nicht, aber die Kiste, die hat wirklich so viel Wert drin. So, Hero-Spardose. Hattest du, das hatten wir ja schon. So, die hat einen Wert von 7,95. So, dann hier Star Wars Sammlermünze, die auch unter Röster, Heißsporne und Ausbrenner bekannten Flame Trooper sind einer der drei wichtigsten Waffenspezialisten der Ersten Ordnung. Ihr Einsatzziel ist es, feindliche Geschützstellungen und jeden, der es wagt, sich ihnen in den Weg zu stellen, ohne zu zögern, in Flammen zu baden. So, die Münze hat einen Wert von 6 Euro. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt gucken wir weiter. So, The Hobbit Postcard. Du hast dir eigentlich entspannten Urlaub in Mittelerde gewünscht. Doch deine Bekannten wollen, dass du dich mal wieder meldest. Dafür gibt es diese Postkarte mit deinen Nachrichten auf der einen Seite und einer Karte von Mittelerde auf der gegenüberliegenden. Einfach abschicken und endlich hast du wieder Ruhe. Die werde ich, werden Teufel tun und die abschicken. 1,99 ist okay. So, okay, der Deadpool an die Pop Rocks, Entschuldigung. Kannst du die Lieblingssüßigkeiten von Deadpool? Ja, ganz genau. Der etwas durchgeknallte Söldner lässt es gerne prickeln. So, Pop Rocks. So, und jetzt ist natürlich achso, was? Pop Rocks sind natürlich auch relativ günstig in Anführungsstrichen. Also, Official Volume Tasty. Ja, ist lustig. So, Assassin's Creed Artbook 39,90. Das heißt, mit dem T-Shirt sind wir schon bei über 55 Euro. So, mit den Spardosen zusammen sind wir bei knapp 55. Ich muss selber ganz kurz. 55.
gut 60, 65 Euro locker. Glückwunsch, du hast den Job als neuer Mitarbeiter bei Abstergo Industries. Was? Du hast den neuen Job als neuer Mitarbeiter bei Abstergo Industries. Gibt es viel zu lernen? Haben sie zwei Sätze ineinander geschmissen? Achso, als neuer Mitarbeiter. Oh, Entschuldigung, nochmal von vorne. Glückwunsch, du hast den Job als neuer. Du hast den Job. Als neuer Mitarbeiter bei Abstergo Industries gibt es viel zu lernen. In diesem Buch befinden sich alle wichtigen Informationen zum Unternehmen, eine Pflichtlektüre für alle Assassin's Creed Fans. Ja, ich habe oben das Ausrufezeichen gerade nicht ernst genommen. So, Daniel, das Übliche. Also, Codes einlösen. So, dann hier nochmal Comic Show of Rocket Beans TV. Also hier wieder Rocket Beans Werbung. Finde ich toll. So, dann hier nochmal eine Werbung. Neue Comics mit Superman, Batman und Wonder Woman. Ja, die ist aber gar nicht auf dem Bild. Ja, schade auch. So, und jetzt zu guter Letzt nochmal der QR-Code von Lootchest. So, also ganz ehrlich, es ist eine Wahnsinnsbox diesmal. Nicht nur vom Wert her, sondern auch wirklich alle Artikel hier haben mir gefallen. Es haben mir wirklich alle Artikel gefallen. So, und das kommt selten vor. Und wie gesagt, dass nicht immer allen alles gefallen kann, ist okay. Aber hier ist wirklich jeden Artikel mag ich. Alles super. Loot Chest, weiter so. Es ist wirklich super geworden. Die Box ist wirklich geil. So, und auch wenn das jetzt nicht diesen Wert hätte, die Artikel sind wirklich super ausgewählt. Sie passen nicht zwar unbedingt zueinander, aber es ist für jeden was dabei. Es ist was für die Comic-Nerds dabei, es ist was für die Serien-Nerds dabei, so, es ist was für die Fantasy-Nerds dabei, es ist was für die Weltraum-Liebhaber dabei, so, und es ist richtig was für die, mit dem Artbook, richtig was für die Spiele-Liebhaber dabei, und es, alle werden bedient, und es ist super, und ich habe jetzt das Glück, mir gefällt jeder Artikel hier, und vielen, vielen Dank. Top! Weiter so. Bis dann!